Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Staxel mit dem Bloody Knight. Uhu. Und dem Lumpy, das bin ich. Ich habe mich verlaufen. Wo muss ich denn rein? Da. Ich möchte noch kurz was erwähnen. Und zwar, das hat man nämlich vergessen, im ersten Part überhaupt erstmal zu erwähnen. Und zwar, es kommen Dungeon Defenders Parts ab und an mal, wenn der gute Dark dabei ist. Weil wir wollen gerne mit Dark zusammen dieses Let's Play machen. Er ist also kein Special Guest, sondern gehört dazu. Und deswegen haben wir uns entschieden, uns mal ein anderes Spiel auszusuchen. Kam dann auf die Idee, Staxel mal vorzustellen. Aber Staxel scheint da schon recht neu zu sein. Und es scheinen wohl auch einige, die es nicht zu kennen. Zum Beispiel, ich kannte es anfangs auch nicht, bis der gute Lumpy mir das mal erwähnt hatte. Ja. Und so, jetzt müssen wir den Barn platzieren. Den Busch? Den Barn müssen wir platzieren. Also, für die Kühe. Wo packen wir denn die Kühe hin? Nein! Nein! Wie nein? Nein! Du hast das Huhn freigelassen? Ja! Scheiße! Ich wollte gerade was anderes machen. Oh! Okay. Das ist ein Pet. Es fehlt noch ein Dach und zwei Trog. Ah, also kann ich auch Barm-Sign benutzen. Ja, genau. Da kannst du ja den Hühner-Sign machen oder so, keine Ahnung. Dach und Trog. Okay, dann brauchen wir jetzt ein Dach und einen Trog. Ach, guck mal, wir haben doch jetzt hier Holz. Das haben wir jetzt schon mal abgefarmt. Genau. Gespannt. Jetzt ist die Frage nur, wo setzen wir die Hühner hin? Direkt neben den Kühen? Warte mal, muss ich das jetzt hier craften erstmal? Lumpy? Bauholz. Ah, guck mal, kostet 2 Rohholz. Soll ich die Hühner tatsächlich mal hier hinbauen irgendwo? Mach, wo du erstmal denkst, würde ich sagen. Was meinte ich hier? Nimmst du die Rezepturübersicht? Hab ich jetzt Holz gebaut? Nee, hab ich nicht. Warte mal. Ah, der baut das dann hier hin. Hey, wie kann ich denn jetzt das Holz verarbeiten, verdammt? Hallo Nico. Nico ist fröhlich. Miau. Das ist übrigens unser Haus, das haben wir noch gar nicht gesehen. Hier ist das Bett. Wir brauchen mal 2 Betten. Brauchst du einen Hammerbesen oder einen Sens, um das zu zerstören? Also mit rechter Maustaste kannst du. Ich habe ein Stückchen aus Versehen aus unserer Wand rausgekloppt. So. Ja, warte mal. Ah, du musst das immer abbauen und mit Rechtsklick anklicken zum Aufheben. Ich will das nicht zerstören, ich möchte ja nicht in den Kühlschrank was reinpacken. Warte mal, ich muss doch Holz. Ah. Nutze die Rezeptübersicht. Ah. Sägen? 2 Rohholz. Haben wir eine Säge? Kriegt man eine Säge? Warte mal. Hatte die Tante, vor der wir die Axt bekommen haben, nicht gesagt, dass wir, wenn wir was abgeholzt haben, mal zurückgehen sollen? Hat die das? Ja. Ich meine, da war was. Aber wir brauchen nämlich eine Säge, um weiter zu kriegen. Ich geh mal zu Eliza hin. Sprech mal mit ihr. Ja, ich komme. Ja. Bist du bereit, vom Meister persönlich zu lernen? Ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur 3 Sachen. Bestandteile, Blaupause oder Rezepte und Handwerkseinheiten. Die Einheiten, die du brauchst, um die Scheune zu bauen, stehen alle in der Handwerkslade. Ganz gerne nutzt, aber wehe, du rennst damit weg. Wenn die Bauten zerstört werden, dann sind sie unbrauchbar, bis sie repariert wurde. Also, red Deutsch. Leerer Trog? Die Blaupause hier zeigt dir, wie du einen Trog für die Tiersche bauen kannst. Ich habe aber das Gefühl, du weißt schon, wie man Block herstellt. Du brauchst aber die Blaupause, um es dir einzuprägen. Du kannst also jederzeit die Blaupause unter Punkt finden. Ich gebe dir mal einen Moment, um dir das anzugucken. Schwatz mich an, wenn du damit durch bist. Ja, dann guck dir das schon mal an. Ich mache hier den gleichen Krempel nochmal. Eigentlich ist es ganz einfach, Mann. Warte mal. So, Crafting? Hey, wo haben wir denn hier überhaupt Crafting? Achievements? Ja, die Achievements interessieren mich aber nicht. Warte mal. Ach, guck mal, du musst erstmal das Ding auswählen in deinem Inventar, ja? Und dann musst du linksklick für Memorize. Upp, du hast erfolgreich das Rezept für Leerer Trog gelernt. Warte mal, bis. Achso, das habe ich schon gemacht. Leerer Trog. Brauchen wir 4 Bauholz, 2 Nägel und einen Heuballen. Das Problem ist aber,
wie craften wir das Ganze jetzt? Ja, das wird ihr uns jetzt hier gleich verraten an der Säge. Jetzt, wo wir das Buch hinter uns haben, ist es nur noch ein großes Zusammenwerfen der Einzelteile. Jeder Schritt in der Blaupause nutzt eine bestimmte Art Handwerkseinheit. Willst du das zersäge, dann ist es Sägebank der richtige Anlaufpunkt. Willst du jedoch was montieren, ja, dann gehst du wohl lieber zum Tabe Station. Macht Sinn, ohne? Nägel Heuballen bekommen. Das soll schon mal einiges an Zeug abdecken, das wir drucken. Am besten fängst du bei der sägebanden Handwerklade an und machst uns schöne Bauholz. Falls ich nicht auf den Kopf gefallen bin, dann brauche ich eine Scheune, paar Trogbeeren und ein Dach. Wenn du alle tests, kannst du die Scheune wieder fertigstellen. Ich warte darauf, dass du wiederkommst und mir davon erzählst. Okay. Okay. Na ja, dann. Würde ich mal sagen, ich mache das mal und ich glaube dir jetzt auch gleich an. Bauholz hergestellt. Nur eins? Ach, der setzt dann das komplette Holz drin. Okay. Jetzt sieht interessant aus, was du da machst. Ach, siehst du das auch? Da steht 36. Wo steht denn das? Hä? Ach, da! An dem Tisch okay. Steht das direkt dran. Ja, das Achso, du kannst jetzt hier das Rohholz reintun? Genau, genau. Ich hab dir gerade das Rohholz geklaut. Nein! Ja, du setzt das da rein. Ja, und dann kannst du draufklicken und dann mach das selber. Ah. Jo, und das ist dann soweit. So funktioniert das. Okay, lass mich auch mal zwei sägen. Okay. Wie benutze ich das jetzt? Rechtsklick. Genau. Ich guck mal gerade Bauholz. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Leerer Trog, dafür brauchen wir 4 Bauholz, 2 Nägel und Heuball. So, das machen wir dann. 3, 4, dann. Heuballen. Warte mal. Nee. Hä? Ach, 2 Nägel. Wo haben wir denn die Nägel da? Machst du auch fleißig Fortschritt? Es hat funktioniert. Guck mal. Oh, cool. Nice, ich hab einen leeren Trog hergestellt. Okay, wie macht man das jetzt so? Also, du machst es auf der linken Seite, du scrollst erstmal durch, dass du diese Holzblätter hast. Ja, hab ich. So, dann wählst du durch Platzieren 4 Stück aus. 4? Ich dachte 2. Nee, du brauchst 4 Bauholz. 2 Nägel und 1 Heuballen. Jetzt habe ich 4 Holz. Hin. Genau. So, wenn du die 4 Holz hast, wählst du dann 2 Nägel. Nee, du kannst auch einfach auf einer Stelle legen. Ist egal. Ach so. So, dann setzt du noch 2 Nägel dazu. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. 3, 1, 2, 3, 4, okay. Das andere kannst du aufheben. Achso, nee, das war meins. 2 Nägel? Genau. Und 1 Heuballen. Und schon hast du es. Dann noch interagieren und schon kannst du es aufheben. Oh, leerer Trog. Niceigkeit. Das ist ziemlich nice, ne? Jetzt haben wir einen leeren Trog gebaut. Jo, jetzt haben wir 2 Stück. Gut, dann müssen wir jetzt wieder mit der Dame hier reden. Na, wie läuft's mit der Scheune? Machst du auch fleißig Fortschritt? Nee. Hä? Nee, wir müssen erstmal die Scheune da bauen. Ja. Beziehungsweise. Wir brauchen ja Bauholz. Dafür brauchen wir 2 Rohholz und müssen die zersägen. Dafür bekommen wir Bauholz. Dunkler Holz, Plankenboden, Fans, weißer Holz. Guck du mal danach. Ich schau mal, wie es da. Alter, du brauchst 10 Bauholz und 5 Kleber, um den weißen Holzplankenblock zu machen. Was? Jo, läuft. Hab ich das übertrieben, aber okay. Ich bringe mal noch ein bisschen Holz. Okay. Was ist denn das dann? Das ist jetzt die Frage, wir müssen ja noch ein Dach machen. Oder müssen wir jetzt erstmal den Trog platzieren? Was war das denn? Du brauchst ein Dach und 2 Trog. Okay, und Trog. Kurz mal, leerer Trog. Achso, okay. Strahlt nur vor Lebensfreude. Wie sieht's mit...
Rover. Gut, ich muss 2 leere Trogs herstellen und ein Dach. Ach, 2 Trogs brauchen wir. Aber wo haben wir denn hier ein Dach? Pfosten, dunkler Holzbalken, leerer Trog. Hä? Haben wir nicht irgendwo ein Dach? Also den ganzen Kribbel hier wegmachen. So. Katze, geh mal beiseite. Oh, kann die Katze nicht anleihen? Mit den Hühnchen hält die immer noch rum. Ja, ja. Oh, man kann direkt rechter Mausklick machen und dann. Und schon. Okay. Du konntest rechter Mausklick machen und schon hat es nicht geglaubt. Jetzt habe ich 2 Trogs, aber wie mache ich denn jetzt ein Dach? Das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt erstmal noch meinen 2. Trog tun. Ups. Pfostenbau. Ja, richtig, ja. Wahrscheinlich musst du dir ja das Holz dafür kaufen oder so. Keine Ahnung. Warte mal. Oh, jetzt habe ich mir die 3 Holz geklaut. Ah, okay. Interessant. Wir können die Sachen, die wir brauchen, auch kaufen. Also Fliesastation. Wir können Kombinierstation kaufen, Tables, also Säge, Zimmerstation und eine Maurerstation. Was? Hier. Ja? Ja. So, da haben wir haben eine Säge, wir haben Sägetisch. Ah, billiger Lack. Die können wir dann kaufen und dann fürs Haus benutzen. Oh, nice. Kann man sich ja auch direkt das Dach kaufen? Die sind sogar Treppen. Ah, cool. Lade, Treppen. Was haben wir da unten? Ah, Blaupausen. Türrahmen und Fass. Vorschnitt. Blaupausen hier. Ist das Teppich? Ziegel. Bremer Stein. Warte mal. Feengras samt Paco. Block, innerer Block, Kopf über. Die sind aber ganz schön teuer, die Dinger, ne? 50 kosten die. Was haben wir hier? Hellblau flach. Kopf über, Ecke. Ich geh mal auf den Marktplatz, mal gucken, vielleicht kann man sich hier was kaufen. So, wäre natürlich. Teppich, Block. Kaufen, Holzblock. Ein Holzblock kostet 10. Steht es noch nicht. Wichtig ist, wenn man eine Blaupausen am besten hat. Ja, es gibt Klamotten, hier gibt es Samen. Apropos Samen, hier müssten wir unsere Pflanzen wahrscheinlich wieder gießen, oder? Ja, tatsächlich. Also wir können jetzt im Moment, wie es aussieht, noch kein zweites Bett bauen. Oh, wir können sogar einen Seedmaker herkaufen. Shopping Station kann man kaufen. Oh, für 200... Oh, hier ist ein Doppelbett. Oh, dann kauf das. Hab ich gekauft. Dann haben wir hier eine Backstation. Vielen Dank für den Einkauf. Bookshelf. Mixing Station. Die Wooden Kitsch Table. Fans. Shelf und einen weißen Zaun. Oh, cool. Seedmaker. Shopping Station. Simple Red Double Bed. Baking Station. Eine Lampe. Hab ich gekauft. Ich nehme mir auch eine Lampe mit. Na gut, okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal. Du platzierst dein Bettchen. Jo. Ich muss aber das andere Bett erstmal raushauen. Sailing Lamp? Achso, das ist eine Lampe. Achso, das ist eine Hängelampe. Boah, ist das dunkel hier, ey. Ach du Scheiße, okay. Warte mal, das geht gar nicht. Können die Lampe hier nirgendwo platzieren? Ich seh's gerade. Ah, nee, warte. Nee, hä? Was ist jetzt los? Oh. Achso, nächster Tag. Ja, dann lass mal schnell ins Bett gehen, damit es hell wird. Na, es ist doch hell jetzt, oder nicht? Nein, es wird erst noch hell. Wo ist mein Bett? Kannst du nicht drauflegen? Ja. Das ist ein Doppelbett. Nice. Das ist doch viel angenehmer als in so ein... Erstmal das Haus damit zuzumüllen. Ach, wir können das hier nicht platzieren, weil hier merkwürdige Blöcke unterwegs sind. Deswegen. Okay, jetzt platziere ich erstmal meinen 2. Fototrog. Zack. Jetzt fehlt noch das Dach. Gut, dann gehe ich mal zu Eliza. Und frag die mal, ob wir das irgendwie jetzt weitermachen können. Ich würde ganz gerne ein bisschen rennen oder so.
Irgendwie geht das nicht. Riha. Wo ist denn der Eingang? Da. Hä? Wo ist denn Eliza? Ach, die ist noch gar nicht im Laden. Ja, die laufen ein bisschen rum. Alles klar. Ja, die haben auch alle ihren Tagesrhythmus sozusagen. Wo ist sie jetzt? Richtig. Da. Ach, die wohnt hier in dem Haus mit dem blauen Dach. Sie? Hallo, Eliza. Kann aber auch nicht drehen. Wie läuft mit die Scheune? Kann man aber auch nirgendwo drehen. Fleißig Fortschritt. Was? Hat die dir irgendwas mit dem Dach gesagt? Nee, ne? Nee. Aber ich probiere jetzt mal was. Probier mal. Während du probierst... Hä, ich hab doch... Jetzt wollte ich das Steam-Menü aufmachen. Während du probierst, gehe ich jetzt mal auf Google. Hä, ich hab doch zwei Trichter, oder? Doch, hab ich. Es tut mir leid, dass ihr jetzt hier gerade... sozusagen jetzt nichts vom Spiel seht an der Stelle, aber ich muss das herausfinden. Und zwar Staxel Build Roof. Oh, die Sibyl Barn Issues. I'm trying to create a simple barn to house cows in. I had a sign from the major, everything checked off the list, but nothing's happened even. I even have a roof over the sign. Please tell me what's wrong. Ah, ich hab's verstanden. Also, wenn du auf spezielle Objekte Regionsanzeige umschalten, ne? Ja, okay. So, und du hast ja am Anfang gesehen, dass es nichts gebracht hatte. Mhm. Jetzt hast du aber mit diesem, was wir eben gesetzt haben, um eben diese Scheune da zu bauen, wenn du dann da draufklickst, siehst du hier die kompletten gelben Ränder, wo die Markierung ist. Wo du unsere Tiere haben ihr Futter leer. Oh. Moment, ich muss jetzt erstmal mein Tierchen füttern. Nichts. Zack. Wo ist denn jetzt da? Dein Hund hat Hunger. Ja, ich weiß, ich kümmere mich dir sofort. Regierungsanzeige umschalten. Hä? Nö. Hier, das wird nichts, wenn ich drauf drücke. Guck mal, hier ist wieder dieser gelbe Strahl. Siehst du? Ach so. Ach, der gelbe Strahl. Jetzt weiß ich, der gibt an, in welcher Region das gebaut werden muss, das Zeug. Richtig, richtig. Ach so. So, zwei Trucks sind fertig. Jetzt fehlt noch das Dach und, ja, keine Ahnung. Ich guck mal gerade. Ja, aber auch keine Blaupause für sowas. Ich gehe jetzt einfach Holz kaufen. Ich probiere das mit Holz kaufen und dann da platzieren. Und das Ganze. Na, wie läuft die Scheune? Machst du auch fleißig Fortschritte? Ja, aber. Ja, Molly sagt nichts weiter. Ah, warte mal, ich hab eine Idee. Hä? Ich hab eine Idee. Weißer Ziegel, Holzblock. Gibt's das auch ein billig? 150, Alter. Teppich. Okay, gucken wir mal hier. Guten Tag. Leichter Holzplankenblock, so. Ich kaufe jetzt erstmal ganz viel Holz. Kann es eventuell sein, dass es egal ist? Warte mal. Dass wir einfach nur die D-Männer verkaufen? Fast zwei Wochen. Wie viel kaufe ich denn jetzt wohl? Erstmal 40? Kann ich auch gedrückt halten? Nee. White Picket 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, gut. Wie hoch sind denn die Dinger gebaut? 4 und dann kommt Dach. Also mache ich das bei mir auch so mit dem Stall. 4 hoch und dann Dach. Wie, warte. Hast du ganz Blöcke gemacht? Ich habe jetzt Blöcke gekauft auf dem Marktplatz, die günstigsten, die kosten 10 das Stück. Krämerstein, Fasserstein. Warte, ich guck mal gerade. Waldholzblöcke. Hä? Ach so, das ist Regierungsanzeige umschalten, okay. Ist klar.
2, 3. Hast du ihn gekauft? Ich sehe sie nicht. Oder hast du auf den Marktplatz geguckt? Auf dem Marktplatz, ja, ja. Achso. Ja. Schweineschild. Und dann kam Dach. Oh Scheiße, jetzt hab ich. Das hier. Weg damit. Unkraut. So, ich habe jetzt 16 Stück. Mal gespannt, ob das dann funktioniert. Also platzieren kann ich's. Das ist aber wie Minecraft dann anscheinend. 1, 2, 3, 4, 5. Einstellen. Also ich weiß, wo das hingeht. 4, 5, 3. Boah, Alter. 1, 2, 3, 4, 5. Wie ist ja manchmal ein bisschen ruckelt, ey. Was ist das für eine Scheiße eigentlich? Ich muss wohl mal den Hammer holen. Den Hammer, den habe ich nämlich ins Haus gepackt. Ich war clever. Hast du? Kannst du auch einfach in den Tal legen. Ja, aber ich dachte mir, Ups. Jetzt mal ein bisschen den ganzen Krempel, der hier im Weg steht, ein bisschen wegbolzen. Also das Holz kann man anscheinend dann nicht benutzen. Muss man erstmal bearbeiten. Das heißt, für das Holz. Okay, für Dach brauche ich das Teil. Was ist das hier? Ich habe ein Ei gefunden. Dein Huhn hat ein Ei gelegt. Nice. Hellblaue äußere Ecke, 5-mal. Das ist das, was ich brauche. Ziehen. So. Oh Gott. Also, ich brauche deutlich mehr Holz, als ich gekauft habe. Oh, fuck. Hammer. Boom. Na, warte mal, ich muss hier. Ich brauche das Holz erstmal, um zu klettern. Gott, brauche ich hier noch viel Holz. Der Regen ist ein bisschen nervig. Du hast hier was verloren. Was dann? Weiß ich nicht. So, das, einen blauen Voxelboy habe ich gerade aufgenommen. Hä? Hey, bist du überhaupt? Ich gehe gerade wieder Richtung Marktplatz. Aber den hattest du bestimmt nicht. Hä? Hey. Habe halt was gefunden, offensichtlich. Mega nice. Wo ist mein Hühnchen jetzt? Ach, da. So. Warte mal, habe ich ein Hühnerfutter? Hatte ich nicht irgendwo was? Habe ich gar nicht. Okay. Hä? Wo ist denn der Typ mit dem Holz hin? Ah, hier. Der verschwindet dann wahrscheinlich auch noch Zeit. Oh, muss jeden Block einzeln kaufen. Ich würde jetzt gerne sagen, gib mir einfach 100. Ach, ich vergesse die ganze Zeit, dass das ja. Ich hole mir noch ein paar Samen. Denn wir müssen ja auch mal gucken, dass wir irgendwo was anpflanzen, oder? Ja, das ist korrekt. Ja, irgendwie müssen wir auch zu Kohle kommen. Aber liebe Freunde, das sehen wir dann in der nächsten Folge Stacks. Und ich würde dann sagen, an dieser Stelle macht's gut, bis dahin und tschaußen. Jo, bis zum nächsten.